Okay. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe hier an meiner linken Seite wieder mal einen ganz speziellen Gast, den Alex Green. Dein YouTube-Kanal heißt auch noch Alex Green, ne? Ja. Genau, vom YouTube-Kanal Alex Green. Vielleicht können sich einige Zuschauer erinnern, ich hatte letztes Jahr im Februar schon den Alex vor der Kamera. Da hatten wir über das Thema Parasiten gesprochen. Ne? So ein ganz großes Hauptthema von dir, was du ja in den letzten, so in, eigentlich im 2018 nochmal weit ausgebaut hast, hast vielen Menschen geholfen, viele Menschen bekleidet bei Parasitenkuren. Und Alex war jetzt mal in der Nähe, du kommst ja eigentlich so aus dem, also aus Nordrhein-Westfalen, das ist ja eher so deine Ecke. Ja. Und Alex war jetzt mal hier wieder in der Leipziger Gegend oder in Sachsen unterwegs und hat gesagt, Mensch, ich bin da, ich komme vorbei, lass uns mal wieder ein bisschen quatschen. Und dann haben wir gedacht, machen wir natürlich auch gleich ein Video zusammen. Ist immer viel schöner, als wenn man zoomt, ne? So persönliches Video ist immer sehr schön. Und wir hatten uns jetzt schön ausgetauscht, wir hatten jetzt länger nur ganz, ganz wenig miteinander Kontakt und hatten uns jetzt ausgetauscht und auf einmal hat Alex mir erzählt, dass er auch nur noch einmal am Tag isst. Also die mich jetzt länger verfolgen oder jetzt seit diesem Jahr wissen ja, da habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht, dass ich seit Anfang des Jahres zu 99% nur noch einmal am Tag esse. Das ist ja auch ein sehr polarisierendes Thema, da wird man ja von manchen auch in die Ecke Magersucht gedrückt und da gibt es einfach ganz andere Hintergründe, warum man nur einmal am Tag isst oder wieso man da hinkommt. Und der Alex ist ja auch unabhängig von mir dahin gekommen. Also es gibt viele Menschen, die mir auch unter meinen Videos geschrieben haben, auch das mache ich schon ganz lange so, ich esse nur einmal am Tag. Es ist unrelevant, ob man dann nur Rohkost isst, ob man vegan isst, vegetarisch oder ob man Allesesser ist. Das Feedback habe ich von ganz vielen Menschen bekommen, dass die essen nur einmal am Tag und fühlen sich wohl. Und die sind auf unterschiedliche Weise dahin gekommen. Ne? Und heute möchte ich mit Alex darüber sprechen, auch mit einem Mann, das kann man ja auch nochmal unterschiedlich betrachten. Ne? Frauen haben vielleicht auch, hatten wir heute auch schon drüber gesprochen, die wollen vielleicht eher schlank sein, deswegen essen sie weniger. Und wie ist es bei einem Mann? Ne? Dass er eigentlich, man möchte ja gern kräftig sein, kraftvoll sein. Wie kommt es dazu, dass man nur noch einmal isst? Und das finde ich heute sehr spannend, dass wir mal dahin kommen, oder du möchtest auch gern mal deinen Weg erzählen, wie du dahin gekommen bist, nur noch einmal am Tag zu essen. Also heute soll es wirklich auch darum gehen, mal so einen Weg aufzuzeigen. Alex möchte seinen Weg aufzeigen, wie er dazu gekommen ist, auch noch einmal am Tag zu essen. Richtig, ganz genau. Herzlichen Dank, liebe Silke, dass du mich so schön anmoderiert hast. Genau, es ist schon lange her, seit unserem letzten Video. Aber an dieser Stelle möchte ich dir von Herzen danken, denn mittlerweile ist mein Kanal ja ein bisschen größer geworden. Und damals, als ich ganz frisch mit YouTube angefangen habe, war Silke diejenige, die mich unterstützt hat und die meine Sachen geteilt hat, sodass mehr Menschen auf mich aufmerksam werden, sodass ich überhaupt in der Lage war, so vielen Menschen zu helfen, so wie es heute ist. Mhm. Und dafür werde ich dir für immer von Herzen dankbar sein. Und das wollte ich dir nur mal sagen, voll auf einer Kamera, einfach so. Und genau, wir haben dann halt überlegt, welches Videothema denn interessant wäre, auch für deine Zuschauer. Mhm. Und ich finde das schon sehr, sehr interessant, denn auch mir ist aufgefallen, dass dieses Thema polarisiert und dass Menschen dir Dinge vorwerfen, die ich nicht so stehen lassen kann. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht manchen Menschen noch nicht bewusst ist, warum wir das machen. Warum wir nur einmal am Tag essen. Und mein Warum wollte ich deinen Zuschauern einfach einmal mitteilen. Und dein Warum interessiert mich dann aber auch, warum du das machst. Vielleicht überschneidet sich das ja auch. Also erstmal, es geht auf jeden Fall nicht ums Abnehmen. Denn ich muss sagen, dass seit ich einmal am Tag esse, habe ich nicht abgenommen und habe auch nicht an Substanz verloren. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich gegebenenfalls eher ein bisschen Substanz aufgebaut habe. Denn diese Kalorientheorie, dieses Kalorienzählen und irgendwie, wenn man jetzt ganz, wenn man jetzt wenig isst, dann wird man ganz dünn und wenn man viel isst, dann wird man ganz dick, so. Dass man sieht ja in der Praxis, dass das nicht so sein muss. Es gibt ganz viele Faktoren, warum man dicker wird, warum man dünner wird. Und dieses ganze Thema Kalorien und Essen könnte vielleicht ein Faktor sein. Das ist auch nur eine Theorie, diese Kalorientheorie. Und warum ich einmal am Tag esse, ist, weil es mir dann am besten geht. Weil ich dann am leistungsfähigsten bin. Denn wenn ich permanent meinen Körper überlaste mit Verdauung, dann funktioniert er nicht so, wie ich ihn brauche. Denn um möglichst vielen Menschen zu helfen, muss ich leistungsfähig sein.
Du weißt ja, dass ich auch 3 Kinder habe und entsprechend natürlich auch, genauso wie du auch, diesen Spagat finden musst zwischen Arbeit und Kindern. Und das ist nicht immer ganz leicht. Ich weiß nicht, ob da die Kamera leer geht oben. Ich glaube, ja. So, jetzt haben wir einmal den Akku gewechselt. Ein weiterer Vorteil, den ich sehe, ist die Freiheit. Das ist einfach ein Gefühl, nicht von Essen abhängig zu sein. Denn wenn man einfach permanent diese Abhängigkeit von Essen hat und man hat es mal nicht, was ja immer mal vorkommt, dann wird man einfach ungemütlich. Denn viele kennen das ja. Man hat nichts zu essen, dann bekommt man schlechte Laune. Und das ist einfach etwas, was ich auch persönlich nicht einsehe, dass das Essen mein Leben bestimmt. Weil ich höre das ja auch öfter oder lese das auch ab und zu bei dir. Ja, hast du denn kein anderes Thema als Essen? Und wenn die Menschen mal wüssten, dass wir uns so wenig mit Essen beschäftigen, denn Essen spielt für uns eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. So, wir essen gerne, aber wir beschäftigen uns nicht den ganzen Tag mit dem Thema Essen. Und genau das sehe ich als Vorteil an. Denn wenn ich eine Mahlzeit am Tag esse, dann esse ich keine komplexe Mahlzeit, sondern ich esse einfach das, was sich im Moment in meinem Haushalt befindet, so Punkt Nummer 1, und etwas, was ich schnell essen kann. So, das heißt, ich beschäftige mich nicht mit Kochen, mit irgendwie Nahrung großartig zubereiten oder so, sondern wenn ich dann halt dann habe ich halt Buchweizensprossen, am besten halt so, ich mag zum Beispiel gedörrte Buchweizensprossen, zack, da schmeiße ich wieder rein und dann snacke ich Buchweizensprossen. Ich mag unheimlich gerne Chlorella, das esse ich halt permanent. Und ich merke einfach, dass meine Zellen mit Nährstoffen gesättigt sind. Natürlich, du weißt ja, dass ich auch Nährstoffessenzen zu mir nehme und meine Zellen signalisieren meinem Körper, hey, schau mal, du bist satt. Natürlich hängt es auch meiner Meinung nach mit dem Wasser zusammen, was ich trinke. Ich habe dir ja davon erzählt, dass ich ein 100% zellverfügbares Wasser trinke, kann man auch von halten, was man möchte. Für mich ist einfach nur relevant, was passiert mit meinem Körper. Und ich spüre einfach, dass mein Körper mit Nährstoffen gesättigt ist, weil genug Nährstoffe in die Zellen reinkommen und ich dann ein biochemisches Feedback bekomme. Und mein biochemisches Feedback ist, hey, du hast genug. Heute jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt schon abends, ne, wir haben jetzt schon 8:30 und ich habe jetzt heute noch gar nichts gegessen, du fastest ja auch. Und wir sind trotzdem leistungsfähig und fit. Und entspannt. Und total entspannt. Total entspannt. Kein Bedürfnis, keine Heißhungerattacken, keine Blutzuckerschwankungen, keine Ungemütlichkeit. Also, ne, wir haben uns auch schon eine Weile heute unterhalten und wir sind einfach mega entspannt. Kein Stress, keine Heißhungerattacken. Es ist sehr angenehm, das so zu erleben. Normalerweise würde man jetzt schon, wir könnten jetzt gar kein Video mehr machen. Normalerweise würde man durchdrehen, wenn man den ganzen Tag nichts isst. Ja, dann würde man sagen, hey, lass uns mal irgendwo was zu essen bestellen oder so. Viele Menschen greifen ja auch zu ungesunder Kost, weil sie eben nicht richtig vorbereitet sind. Weil sie einfach dann, hey, heiß immer, weil sie einfach nicht richtig vorbereitet sind. Und dann können sie irgendwann nicht mehr und dann greifen sie halt dann zu einer ungesunden Kost, die halt eben irgendwo zur Verfügung steht. Gehen dann zu McDonald's oder bestellen sich eine Pizza oder was auch immer. Oder verwenden Fertigprodukte, noch im schlimmsten Fall aus der Mikrowelle. Dann schnell warm machen, weil es eben schnell gehen muss. Genau. Wenn man auch keine Zeit damit verbringen möchte, gesunde Kost zuzubereiten. Ne? Genau. In der heutigen Zeit greifen immer wieder viel mehr Menschen zu Fertigprodukten. Genau. Ich greife auch zu schneller Kost, aber eben zu dem, was die Natur uns gibt. Genau, zu der gesunden Variante. Richtig, genau. Fast Food, aber die gesunde Variante, genau. Mhm. Was mich interessiert, warum machst du das? Warum isst du nur einmal am Tag? Also ich habe vor vielen Jahren Wir fressen uns zu Tode von Galina Schotalova gelesen und zuerst dachte ich, was ist denn das für ein Titel? Ich dachte, wir fressen uns zu Tode, ich glaube im Russischen heißt es auch anders, halt eine provokante Übersetzung. Und es hat mich ziemlich fasziniert, dass sie schrieb, dass der Mensch gar nicht so viel Nahrung braucht, wir bräuchten nur 400 Kalorien. Ich habe das immer wieder in Videos erzählt, jetzt schreiben mir manche, ja, du sagst, wir brauchen nur 400 Kalorien, das ist ja total Quatsch. Ich habe das nie gesagt. Ich habe da die Galina Schotalova hat das geschrieben. Und ich esse auch nicht, die meinen, ich würde 400 Kalorien essen und dass ich lügen würde, dass das nicht geht. Und ich sage, ich esse ganz selten nur 400 Kalorien. Mhm. Ich finde es nur interessant. Also ich meine, ich habe meine Kalorienmenge in den letzten 5 Jahren drastisch reduziert. Mhm. Und ich merke, es geht trotzdem. Und ich mache ja auch Sport und habe ja auch 2 Kinder. Ja, jetzt kommt der andere. Wir sind noch beim Video machen. Also, ich habe Hunger. Frag mal Simon, ob er dir was machen kann. Oder Henry. Findest schon jemand? Für den Pudding, den du gekauft hast. Gut.
so ein Kokosnussjoghurt. Hm. Muss damit machen, kann Simon euch was machen. Der ist interessant. Und den anderen auch. Ich weiß gar nicht, was redet, aber. Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Du hast gerade gesagt, dass. Aber die 400 Kalorien. Also viele meinen ja, ich würde das jetzt schon praktizieren und ich würde lügen, weil das würde nicht gehen. Hm. Und ich habe gesagt, ich habe das nie gesagt, dass ich das schon mache. Ich finde es nur interessant und es hat mir. Wenn man nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Ernährungsgewohnheit der westlichen Zivilisation nochmal gelenkt. Ich habe einen ganz anderen Blickwinkel drauf bekommen. 2001, 2002 habe ich dieses Buch gelesen. Damals habe ich noch so 4-5 Mahlzeiten gelesen. Aber ich fand es interessant. Und dann aber erst, als ich 2012 meine Ernährung wieder auf Rohkost umgestellt habe, bin ich wieder in das Thema reingekommen. Mhm. Und habe ja dann auch viel mehr gefastet und habe dann gemerkt, ich praktiziere auch recht lange schon das intermittierende Fasten, dass ich gar kein Frühstück esse, sondern erst um 11 Uhr beginne. Mhm. Also jetzt esse ich ja nur einmal am Tag. Das ist ja auch durch viele Studien belegt, dass das große gesundheitliche Vorteile hat. Ja, definitiv. Also von daher, wenn man das Fastenfenster einfach nur erhöht, kann es ja jetzt nicht schlecht sein. Also es gibt viele Studien, es gibt ganz tolle Erfahrungsberichte dazu. Mhm. Ich will natürlich nicht sagen, dass das für jeden Menschen geeignet ist, kommt auch immer drauf an, ne, wo darauf der Fokus liegt, aber es ist für viele Menschen umsetzbar, man muss es nur wollen. Ne? Also wenn das Mindset dafür da ist, dann ist es möglich, in das intermittierende Fasten reinzukommen. Ne? Das kommt immer. Es gibt natürlich auch ein paar Krankheitsbilder, wo das nicht empfohlen wird, aber so für die meisten Menschen ist es möglich. Genau, also wie gesagt, Galina Shatalova war immer so im Hinterkopf. Hat mich total fasziniert, mit wie wenig Nahrungsmitteln sie mit ihren Patienten da Wanderungen gemacht hat. Mhm. So Wanderungen, Wüstenwanderungen, Bergwanderungen. Die haben so eine Handvoll Buchweizen am Tag gegessen und vielleicht ein paar Trockenfrüchte. Mhm. Und sind immer sehr entspannt und erholt dann am Ende angekommen. Sie hat ja dann auch ehemalige Patienten betreut, die an Marathonläufen teilgenommen haben. Mhm. Und die haben sich eben nicht einen Abend vorher mit Kohlenhydraten vollgestopft, sondern haben nach ihrer Methode gegessen, hat wenig Kalorien und die sind viel entspannter ins Ziel gekommen als die sich mit ganz viel Kohlenhydraten einfach noch am Abend vorher, sag ich mal, messen. Also die Idee habe ich immer wieder im Kopf gehabt und auch die Selbsterfahrung. Also ich finde Eigenerfahrung, das ist mir viel, viel mehr wert als irgendwelche Studien, die ich irgendwo lese, weil so die Erfahrung, die ich selbst mache, aber auch die Erfahrung, die mir so zugetragen werden von anderen Menschen, sind für mich sehr, sehr wertvolle Beispiele. Ist ja auch oft sehr kongruent. Das heißt also, dass ähnliche Erfahrungen parallel gemacht werden, genauso wie wir beide jetzt. Ich wusste zwar, dass du das machst, aber ich bin eigenständig darauf gekommen, dass das für mich persönlich die beste Erfahrung ist. Oder zum Beispiel der David, der Mr. Raw, ist auch selbstständig auf diese Idee gekommen, dass das die beste Variante ist. Also man merkt schon, dass viele auf eine ähnliche Idee kommen. Ja, und es gibt halt unterschiedliche Gründe, warum man das macht. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man dahin kommt. Mhm. Und es gibt unterschiedliche sagen wir mal so Pläne dafür. Wie gesagt, da muss man nicht Rohkost essen oder vegan oder man könnte alles essen in dieser einen Mahlzeit. Aber ich merke auch einfach, der Fokus geht so weit weg vom Essen. Als ich meine Ernährung auf vegan damals umgestellt habe oder 2012 auf Rohkost, war der Fokus natürlich erstmal auf die Ernährungsumstellung. Ne? Man liest ganz viel, man versucht mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen, man tauscht sich aus, ist natürlich dann begeistert von diesen positiven Wirkungen, die man hat durch eine Ernährungsumstellung, würde natürlich auch jedem so dann mit an die Hand geben, ja, probier doch mal, Rohkost ist das Beste, wie das halt so ist. Ja. Ne? Ich war aber dabei nie so dogmatisch. Ne? Mhm. Man bereitet irgendwas zu. Aber man brennt erstmal für diese neue Ernährungsweise, liest Bücher. Mhm. Und das hat bei mir dann irgendwann nach und nach wieder abgenommen. Ja. So, der Fokus war mal eine Weile auf diese Ernährung, aber auch Gesundheit. Es war nicht nur Essen, so das Essen an sich, sondern es war ja diese ganze Ernährungsform, was es für positive Wirkung auf den Körper und auch auf den Geist haben kann. Ne? So diese gesamte gesundheitliche Aspekt stand dann im Fokus. Und das ist dann immer, die Gesundheit ist nach wie vor wichtig, aber das Essen an sich rutschte bei mir immer mehr so in den Hintergrund. Und gerade wenn man nur noch einmal am Tag isst, ich weiß nicht, das Wenigste, was ich am Tag denke, ist Essen. Ja, das kann ich ganz genau. Das ist halt für mich keine, aus dem Fokus raus. Also, Weil man muss sich halt nicht permanent Gedanken machen, ja, was esse ich denn jetzt als nächstes? Och, was könnte ich mir denn jetzt noch machen? Und so, sondern man, es ist so entspannt einfach. Ich merke, dass viele, die süchtig nach Essen sind, sorry, wenn ich das so hart sage, ich hoffe, das ist in Ordnung, die süchtig nach Essen sind, dass die wirklich nervös werden, wenn die nicht bestimmte Nahrungsmittel im Haus haben. So, die sagen, haben wir das denn noch? Und
das ist für mich ein Verhalten eines süchtigen Menschen. Mhm. Und mir zum Beispiel, solange ich, man könnte auch theoretisch mal ein, zwei Tage gar nichts essen. So, das ist auch möglich. Und wenn dann mal irgendwie nicht eingekauft ist, so, ja, dann kann ich auch mal nichts essen. Und das ist einfach ein Gefühl von einer vollkommenen Unabhängigkeit. Weil ich bin ja nicht der Sklave des Essens, sondern das Essen soll ja mir dienlich sein. Und ich bin doch nicht der Diener des Essens. Das hört sich ein bisschen provokant und hart an, aber das sind meine inneren Gefühle, die ich ja einfach nur kommuniziere. Mhm. Das bedeutet nicht, dass jeder nur einmal am Tag essen soll. Das ist auch wichtig. Das möchte ich kurz an dieser Stelle einmal erwähnen. Denn sowohl die Silke als auch ich oder andere, wir geben ja nur Impulse, wie wir das machen. Das bedeutet nicht, dass jetzt alle nur noch einmal am Tag essen sollen. Wir wollen einfach nur zeigen, es ist möglich. Aus meiner Sicht hat es auch Vorteile, oder zumindest hatte es für mich Vorteile. Und man kann es ja mal ausprobieren. Wenn es einem nicht taugt, dann zwingen wir doch niemanden, sich nur einmal am Tag eine Mahlzeit zu genehmigen. Man kann auch 10-mal am Tag essen. Das ist mir relativ egal. So, aber ich bin in der Position, dass ich gerne Menschen helfen möchte und gerne meine Erfahrungen weitergebe. Wenn man damit nicht in Resonanz geht mit meiner Erfahrung, dann ist das doch vollkommen okay. Ich wollte auch noch erwähnen, dass manchmal auch so, dass so ein Argument kommt, naja, du bist halt der Typ dafür, nur einmal am Tag zu essen. Ich kann das nicht. Ich muss sagen, ich habe früher auch mal mehr gegessen und ich kenne diese Heißhungerattacken und dieses... Ja, klar. Man sagt früher grillig, man wird grillig. Ja, ja. Das kenne ich auch alles, ne? Also davon habe ich mich befreit. Das ist halt auch so eine Einstellungssache, aber auch so diese Körpererfahrung, wenn man dann Stück für Stück sich da reinbegibt und diese Erfahrung macht, dass es funktioniert. Also das ist so eine Körper-Geist-Sache. Das ist nicht nur der Geist, das ist auch nicht nur der Körper. Also ich kenne das alles und bin trotzdem jetzt in einer Position, wo ich sage, da esse ich halt einmal am Tag. Und manchmal ist es mir auch so, danach, dann faste ich einfach einen Tag. Und dachte, oh, ich habe jetzt gar keine Lust mehr, was zu essen zu machen, bin jetzt auch nicht so hungrig, dann faste ich mal einen Tag, mache ich einfach nur noch einen Saft, wenn überhaupt. Und man hat trotzdem Kraft, auch wenn man nur einmal am Tag isst. Ich habe jetzt 2 Tage gefastet, also heute der 2. Tag. Und ich mache nach wie vor meine Liegestütze, Klimmzüge. Mhm. Also ich merke sogar, dass es mir eine Leichtigkeit, dass es mir noch leichter fällt. Ne? Ja. Weil wenn die Verdauung zur Ruhe kommt, wenn der Darm leerer wird, dann habe ich gerade bei Klimmzügen merke ich das extrem. Mhm. Dass es mir viel leichter fällt, Klimmzüge zu machen oder andere Aktivitäten. Gerade jetzt am 2. Fastentag, wenn ich immer denke, Essen wird überbewertet. Also jetzt gerade hier in der westlichen Zivilisation, meine ich jetzt vor allem, muss man ja auch differenzieren. Aber klar. Ein großes Thema bei Menschen, ich merke das, das ist eine unterschwellige Angst zu verhungern. Das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht genau, was ich alles auf deinem Kanal auch sagen darf, ich weiß es nicht genau, wenn es nicht passt, dann schneid es gerne raus. Ich habe etwas festgestellt, ich weiß nicht genau, inwieweit ich das kommunizieren kann, aber glaubst du auch daran, dass man schon mal gelebt hat, dass es so etwas wie eine Reinkarnation gibt? Okay, das ist schon mal gut. Ich habe festgestellt, dass innerhalb von verschiedenen Inkarnationen Menschen schon verhungert sind. Mhm. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass Menschen, die in früheren Leben schon mal verhungert sind, dieses Trauma mit in das Leben nehmen und dann permanent Angst haben zu verhungern, wenn die nicht ihr Essen kriegen. Und das, finde ich, ist eine Sache, das ist ein möglicher Ansatz. Es gibt ja noch die Epigenetik, dass Traumata weitervererbt werden. Wenn zum Beispiel jetzt jemand, sag ich mal so, im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg gehungert hat, extrem Hunger gelitten hat, kann der oder diejenige das an die Nachkommen weitervererben. Das kann, glaube ich, bis zur 3. Generation weitervererbt werden. Also das kann auch noch sein, Richtig. Dass die Traumata vererbt werden. Genau. Also ich finde aber auch den Ansatz von dir interessant, weil ich mich mit der Thematik Wiedergeburt auch ein bisschen beschäftige. Wer weiß, manche haben ja auch Höhenangst, Wasserangst, wissen gar nicht warum. Wo kommt das her? Ne? Spinnenangst. Ja. Also entweder ist es wirklich so, dass man das in einem alten Leben mitgenommen hat oder eben diese, dass die Traumata weitervererbt werden. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, damit möchte ich mich auch mal ein bisschen beschäftigen. Das sind ja nur Impulse. Ne, das heißt, man kann das einfach mal kommunizieren und was dann hier daraus macht, ist ja sein. Man muss ja nicht dran glauben oder so. Aber wenn man vielleicht damit in Resonanz geht und sagt, oh, ja, das könnte ja vielleicht auf mich zutreffen, gibt es auf jeden Fall schon viele Erfolge mit, indem man einfach mal so Dinge vielleicht aus anderen Leben auflöst. Ja. Es ist nur eine Sache, die vielleicht sein kann. Mhm. Vor allen Dingen halt, wenn man Panik davor hat, nicht genug zu essen zu haben, wäre meine Empfehlung, mal zu gucken, wo kommt die Panik her. Ich muss, weil du es gerade sagst mit diesen Traumata, ich weiß nicht,
Mir fällt zum Beispiel bei mir auf, ich versuche ja recht minimalistisch zu leben. Mhm. So, ich habe ja schon seit 2 Jahren immer so ein bisschen Sachen minimalisiert, auch Bücher. Ich hatte ja mal 100 oder 700 Bücher. Ich habe so weit, ich habe ja hier riesig, alles voll, ich habe das alles minimalisiert. Aber wo ich halt nicht minimalisieren kann, ist die Küche. Ich habe wirklich meine Schränke voll Vorräte. Mhm. Denke ich auch, wo kommt denn das her? Ich muss doch nicht, brauche doch gar nicht. Ich habe wirklich Nüsse, Trockenfrüchte, Saaten zum Keimen, aber ich würde schon manchmal sagen, es könnte ein bisschen weniger sein. Es ist schon so viel. Ich frage mich auch, wo kommt denn das her? Ich habe mich auch schon gefragt, habe ich mal irgendwann in einem anderen Leben mal so gelitten, dass ich mir jetzt so Lebensmittel anhäufe oder meinen Großeltern oder so, dass das weitergegeben wurde über Generationen, habe ich mir auch schon gefragt, wo kommt denn das her? Ne? Das ist schon spannend. Ist auf alle Fälle spannend. Das war lustig. Ich habe das mir mal, als ich mal meine Schränke wieder aufgeräumt habe, mir mal so gedacht, eigentlich ist es ein bisschen viel, so viel brauche ich doch eigentlich nicht. Wo kommt denn das her? Dass ich immer gerne so eine Sicherheit, immer so Lebensmittel, obwohl ich esse ja nur einmal am Tag. Ich esse ja auch ganz wenig und ich esse ja gar nicht, was ich alles zu Hause habe, das esse ich ja gar nicht alles. Das habe ich zum Teil auch für meine Jungs da, so Sicherheit für die Familie, aber ich selber esse die meisten Sachen gar nicht. Ja, das ist halt auch noch ein Punkt. Es kann jederzeit passieren, dass wir mal nicht mehr in dieser privilegierten Lage sind, dass wir einfach zum McDonald's fahren können, zum Rewe fahren können und uns jetzt mit Nahrungsmitteln versorgen können. Und dann sehe ich da einen riesen Vorteil drin, wenn wir einfach da nicht mehr so abhängig sind von dieser aktuellen, unmittelbaren Versorgung mit Nahrung. Interessant, das ist vielleicht jetzt mal ein bisschen ein anderes Thema, aber es hat auch schon ein bisschen mit Nahrung zu tun. Kürzlich war ein Freund da, den kennst du auch, den Joachim, und da hatten wir so über die Zeit von 100 Jahren gesprochen. Zum Beispiel gibt's ja auch verschiedene Dokumentationen, so Video, Foto, ne? Kann man ja alles aus der Zeit sehen. Ja. Und dann hatten wir über ein Video gesprochen, das zeigt auch so Aufnahmen Berlin 1900 so. Ja. Und dann hat er so die Gedanken, das war damals eine große Stadt, es war auch schon eine Million große Stadt, damals gab es noch keine Supermärkte. Wie haben die sich versorgt? Mhm. Wo kamen die Lebensmittel her? Die mussten ja auch versorgt werden. Auch die Kleidung, es gab ja diese Globalisierung, wie wir sie heute kennen, und das war alles billig einkaufen, das überall ein Supermarkt steht, das gab es ja damals gar nicht. Mhm. Wie haben die das gemacht? Das ging ja trotzdem. Mhm. Obwohl es nicht diese großen Supermärkte gab und dieses Massen von Essen. Ne? Mhm. Also es hat trotzdem funktioniert, also diese Strukturen. Da mal reinzuschauen, wie versorgt man so eine riesen Großstadt ohne Supermärkte. Wir können uns das ja heute gar nicht mehr, fast jede, also jede Stadt, jede Kleinstadt hat einen Supermarkt, auch fast in der Nähe von fast jedem Dorf ist irgendwo ein Supermarkt. Ne? Wir sind absolut abhängig. Mhm. Ja, und das ist halt ein Gefühl, was mir nicht gut gefällt. Ich mag es nicht, abhängig zu sein von irgendwas. Mhm. Weder von einem anderen Menschen, noch von Essen, noch vom Staat oder von sonst wem. Ich möchte, oder von einem Arbeitgeber will ich auch nicht abhängig sein. Ich möchte, so gut wie es eben geht, wir sind natürlich im System, aber so gut wie es eben geht, auf meinen eigenen Beinen stehen. Und deswegen interessieren mich auch solche Sachen wie Wildkräuter oder wie Äpfel sammeln. Dass ich einfach selbstständig mir auch, ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang Wildkräuter und Äpfel gegessen. So, ist doch super. Also das ist kostenfrei, so, weil bei uns wachsen die Apfelbäume vor der Haustür. Die Wildkräuter wachsen da auch. Ne, da gehe ich mal ein Stündchen hin und sammle mir das mal ein. Und dann habe ich aber ein leckeres Essen. Es gibt ja gar nichts Leckeres. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, man muss es nur wissen. Ne? So Hagebutten auch, Brombeeren im Sommer, so diese Beerenfrüchte. Bei uns gibt es auch ganz viel Sanddorn, Äpfel, Birnen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Wildkräuter, die ganze Palette. Also, und auch Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse bei uns. Also es gibt die Möglichkeiten, sich ein Stück weit auch, wenn man ja sowieso nicht viel isst und auch nicht diese... Ich habe ja früher mal gedacht, Vielfalt ist wichtig bei Nahrungsmitteln. Heute sehe ich, das ist überhaupt nicht wichtig. Ja, es kommt darauf an, natürlich, was man isst. Also wenn ich jetzt nur Nudeln esse, dann würde ich schon sagen, Vielfalt ist wichtig. Ja, nein, zum Beispiel, da wollte ich auch mal ein Video dazu machen, dass ich zum Beispiel, meine ersten Videos, da ging es darum, wie vielfältig die Rohkost ist. Ja. Da habe ich so frische Lebensmittel aus aller Welt gezeigt. Und auch dann eben diese Rohkostlebensmittel, zum Beispiel wie Nüsse, Trockenfrüchte, Schokolade, was ich so früher, ich habe ja schon mal 2000, 2001 Rohkost praktiziert. Und da war ich aber so einfach, was es so in der Region gab, saisonal, habe gar nicht groß irgendwas gemischt und zubereitet, habe kaum Nüsse gegessen, wirklich frische Rohkost, Kräuter, Salate und Sprossen. Und da komme ich ja jetzt wieder hin zu diesem Natürlichen. Und ich meine nur, diese ganze Vielfalt aus aller Welt ist gar nicht nötig. Ne? Man kann ja mal gucken, was hier regional
saisonal, ich fokussiere mich auch auf regional, saisonal, aber esse nicht ausschließlich so. Das würde ich auch ganz klar kommunizieren. Aber ich fühle mich so am besten, wenn ich regional und saisonal esse. Ja, doch so. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch vom Körpergefühl her geht es mir auch so. Klar ist meine Mango gut. So, wenn mir mal eine schmeckt, na klar, mal so eine saftige Mango mit Wildkräutern oder wie ich es halt sehr gerne esse mit Gerstengras, ist natürlich eine leckere Sache. Aber man merkt schon, dass man im Laufe der Entwicklung immer mehr in Richtung saisonal und auch regional irgendwie hintendet. Aber das ist ein Flow, der von automatisch passiert. Und ich meine, vor 100 Jahren haben die Leute fast nur regional und saisonal gegessen. Ja, aber keine andere Wahl. Ich meine, die haben natürlich nicht nur vegan oder vegetarisch gegessen, die haben ja auch die tierische Palette mit dazu genommen. Okay. Aber es gab damals ja schon, hat sich ja schon die vegetarische oder Vegan Society, ich glaube, vegan war früher sogar vegetarisch, den Begriff gab es erst später. Ne? War die nicht gleich vegan oder war vegetarisch nicht vegan? Ich kann mich jetzt auch nicht durcheinander bringen, aber damals hat sich auch schon so eine Gesellschaft gegründet. Ne? Ja, und ich meine, damals gab es ja auch nicht das Fleisch in jedem Supermarkt und es war halt doch teurer im Verhältnis zu heute. Es wurde nicht in den Massen konsumiert wie heute. Ne? Genau, das ist eigentlich das Ding. So. Ich persönlich esse jetzt kein Fleisch, aber wenn, dann sollte man es machen wie früher halt, wo einfach so, da standen da halt ein paar Schweine, wenn man halt nichts anderes zu futtern hat, gut, dann ne, ist es halt das, dass man ein Schwein wertschätzend behandelt und dann das halt konsumiert. Kann ich noch in gewisser Weise verstehen. Aber dass diese Industrie, diese tierverachtende Industrie, die daraus entstanden ist, das ist wieder was ein anderes Ding, was ich halt, wo ich halt sagen muss, so, das ist unnötig, wirklich, weil das Fleisch, wenn da irgendwie so ein Fleisch Dings, weiß ich nicht, wie das heißt, kostet dann 1 Euro oder so. Das kann nicht sein. Und dass die Leute sagen, vegan kann ich mir nicht leisten, weil das ist zu teuer. Das heißt, also was ist das denn für ein Zeichen? Das heißt, also es ist billiger, eine tierische Nahrung herzustellen, als eine pflanzliche. Da läuft ja irgendwas falsch. Und dann wird das ja auch noch subventioniert. Das muss man auch noch dazu sagen. Also da, meiner Meinung nach, läuft da auf jeden Fall einiges falsch. Liebe Silke, worauf ich noch hinaus wollte. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen, nur einmal am Tag zu essen. So ging es mir natürlich früher auch und dir auch, wie jedem anderen wahrscheinlich auch. Was ich gerne noch deinen Zuschauern mitgeben möchte, ist, wie ich das geschafft habe. Und dann interessiert mich natürlich auch, wie du es gemacht hast. Eine sehr, sehr wichtige Sache ist die Gewöhnung. Denn der Körper reagiert mit biochemischen Prozessen nach dem, was er gewohnt ist. Bekommt ihr immer um 8 Uhr sein Frühstück, kriegst du morgens um 8 Uhr Hunger, isst du nicht, geht dein Blutzucker in den Keller. Klar, wenn du nur einmal am Tag isst, bekommst du dann um diese Uhrzeit Hunger oder Appetit, Lust. Hunger ist wieder was anderes, weil Hunger, meiner Meinung nach, kennen wir keinen richtigen Hunger im Westen. Die meisten von uns haben nie einen richtigen Hunger gespürt, was ein richtiger Hunger ist. Ich würde es eher als Appetit bezeichnen. Punkt Nummer 2, was sich massiv bei mir zeigt, ist die Frequenz, in welcher ich mich befinde. Das heißt, wenn ich jetzt mit so hochschwingenden Menschen, wie mit der Silke zum Beispiel hier zusammen bin, habe ich 0,0 Hunger. Wenn ich aber merke, dass ich, was bei mir nicht mehr stattfindet, aber dass ich früher mit toxischen Menschen zusammen war, was auch nicht negativ gemeint ist denen gegenüber, sondern das ist einfach nur damit gemeint, dass ich nicht mit denen in Resonanz stehe. Das sind keine böseren Menschen als ich oder ich bin nicht böse, keiner ist böse, sondern es geht einfach nur darum, das sind Menschen, die mir Energie abziehen. Wo ich mich nicht wohlfühle, merke ich, dass ich mehr Hunger habe. Dann muss ich essen, um mich irgendwie auszugleichen. Dann merke ich auch, dass ich Appetit auf ungesunde Ernährung bekomme. Und jetzt umgebe ich mich mit den Menschen, die mir gut tun, die eine hohe Frequenz haben. Und auch die kann man kennenlernen, wenn man selber in dieser Resonanz ist. Wichtig ist, in welcher Resonanz bist du? Was für eine Resonanz strahlst du aus? Und genau die Menschen ziehst du dann an in dein Leben. Ich habe jetzt gerade im Jahr 2018 so wundervolle Menschen in mein Leben gezogen. Das hätte ich mir vorher niemals gedacht. Aber warum? Weil ich selber auch mich entsprechend energetisch verändert habe. Und das ist der Punkt, dass wenn du andere Menschen in deinem Leben möchtest, dann musst du dein Inneres verändern, deine Resonanz verändern, deine Frequenz anpassen. Und dann plötzlich ziehst du diese Menschen an. Das ist der nächste Punkt. Der darauf folgende Punkt ist, über den haben wir auch schon gesprochen, Thema Glaubenssätze. Wenn du glaubst, man muss 10-mal am Tag essen oder 6-mal am Tag, oder früher habe ich gesagt, man muss 8-mal am Tag essen. Mhm.
Also mit dem Kraftsport und so weiter. Ne? Wenn ich diesen Glaubenssatz habe, das ist so, ja, dann ist das auch so. Wenn ich aber diesen ganzen Glaubenssatz einfach mal fallen lasse mit diesem Thema, ja, wann muss man eigentlich essen, weil wir bekommen das ja indoktriniert von Anfang an. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, dreimal am Tag essen, sonst fällst du vom Fleisch. Kind, isst doch mal was. Ne, du kennst es wahrscheinlich auch, diese ganzen Sachen. Ne? Das ist ja bei uns eingespeichert, die ersten 7 Jahre. Da leben wir noch in einer Art Schwammmodus. Wir nehmen alles auf, was zu uns kommt, weil wir haben noch kein ausgebildetes Bewusstsein. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, was in den ersten 7 Lebensjahren auch passiert und auch was wir unseren Kindern in den ersten 7 Lebensjahren eingeben in den Kopf der Kinder. Und wir haben es natürlich nicht anders gelernt. Iss dreimal am Tag, iss viermal am Tag, das ist gut für dich, Kind. Und das wieder rauszukriegen. Oder ich habe immer gehört, iss Fleisch, damit du stark wirst. Ja, natürlich. Das ist sowas, was ich als Kind immer gehört habe. Die Milch macht stark. Das sind ja Sachen, die wir gehört haben. Das muss man ja erstmal irgendwie rauskriegen. Und der nächste Punkt, was mir sehr geholfen hat, zu verstehen, ein leerer Magen ist nicht Hunger. Ein leerer Magen, das ist ein Gefühl, was viele Menschen nicht aushalten können. Ich habe jetzt zum Beispiel einen leeren Magen. Da ist jetzt zurzeit nichts drin. Ich merke, dass ich unglaublich leistungsfähig bin. Aber das ist halt ein Gefühl, das muss man dann halt mal aushalten. So, ne? Und das kann man aber auch aushalten, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ja, der ist jetzt leer. Aber die meisten denken ja, oh, mein Magen ist leer, da muss jetzt wieder schnell was rein. Wer sagt das denn, dass wenn der Magen leer ist, dass da schnell wieder was rein muss? Ganz im Gegenteil, der ist doch jetzt mal leer, der kann sich doch mal entspannen. Das ist doch auch noch eine schöne Sache. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt. Das, was mir wirklich geholfen hat, das Ding durchzuziehen. Ich esse sogar manchmal gar nichts Festes. So, ich meine, wenn ich sage einmal am Tag essen, dann meine ich damit einmal am Tag was Festes essen. Festes, genau. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Saft oder Chlorella, ist was anderes. So, das gibt es auch zwischendurch mal. So, aber es geht um feste Nahrung mit Fasern, so mit Ballaststoffen. Weil das ist ja das, was, ne, wo wir dann halt die Belastung haben. Ne? Sachen, die total schnell verdaulich sind, die rutschen ja einfach durch. So, da kriegen wir die Nährstoffe, aber rutscht durch. Das belastet uns nicht. Zumindest nicht, wenn es nicht in größeren Mengen, in riesigen Mengen kommen. Konsumieren, dankeschön. Und das Allerwichtigste ist, ich habe es mal aufgeschrieben. Genau, das Allerwichtigste ist, dass man etwas macht, was man liebt. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn ich den ganzen Tag, zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt hier in Leipzig unterwegs, ich habe den Bakura getroffen. Ich bin ein Riesenfan. Ich habe ihn heute getroffen, wir haben gemeinsam ein Video aufgenommen. Ich treffe jetzt die Silke, wir unterhalten uns wunderschön. Ich mache meine Sachen, ich schreibe an meinen Büchern, ich mache meine Sachen. Ich bin mit den Menschen zusammen, mit denen ich einfach Freude empfinde. Und ich liebe alles das, was ich mache. Ich spiele mit meinen Kindern, ich mache schöne Ausflüge mit meiner Frau oder was auch immer. Ich mache das, was ich liebe. Und in dem Moment merke ich, dass ich keinen Hunger habe. In dem Moment merke ich es erst, wenn mir langweilig ist, dass ich irgendwie dann, ja, jetzt könnte man ja mal was essen. Das ist oft auch aus Langeweile, dass man einfach isst. So. Und das Zweite ist halt, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich mich unwohl fühle. Weil wir denken immer, ja, man fühlt sich unwohl und jetzt muss ich was essen. Oder ich esse was, als Belohnung, um mir mal was zu gönnen. So, ich habe jetzt Feierabend, jetzt gibt es ein Bierchen und eine Wurst, weil ich muss mir das ja gönnen. Ich habe ja sonst nichts im Leben. Kennst du das? Ja. Ich habe ja sonst nichts. Und das ist halt wichtig, dass man sich ein Leben generiert, wo es so einen Satz nicht gibt, man gönnt sich sonst nicht. Das Leben muss eine pure Gönnung sein. So, ne? Das wollte ich einfach nur mal darstellen. Liebe Silke, an der Stelle, was genau hast du noch für Tipps? Wie kann man das Ganze wirklich schaffen, nur einmal am Tag zu essen? Also bei mir war auch Zeit ein wichtiger Faktor, dass ich mich da nicht unterstütze. Ich bin ja da auch eher so reingerutscht. Das war nie so ein großes Ziel von mir, nur einmal am Tag zu essen. Ich habe einfach, genau, intermittierendes Fasten war das Erste, für was ich mich begeistert habe. Dass ich einfach das Frühstück weglasse und später beginne. Dann jetzt ja auch meistens mit dem Saft. Mittags gibt es einen Saft oder am frühen Nachmittag. Ich habe ja dann erst zweimal am Tag gegessen. Ja, also 2 feste Mahlzeiten gehabt, erst 3, 2, das hat sich immer weiter nach unten gestuft. Ja. Und ich habe einfach mir Zeit gelassen, habe mich nicht unter Druck gesetzt und dann bin ich so automatisch reingerutscht. Ne? Auch viele Säfte getrunken, das,
die Einstellung, das Mindset, was du schon angesprochen hast, das gehört einfach dazu. Und dass man sich eben auch mit Dingen beschäftigt, die einem Spaß machen. Mhm. Also ich beschäftige mich ja auch mit den Dingen, die mir Spaß machen, und umgebe mich mit den Menschen, die mir gut tun. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor, definitiv. Ja. Und vor allem auch das Bewusstsein, dass nicht, was wir heute auch schon hatten, dass nicht nur das Essen eine Energiequelle ist, sondern dass es ganz viele Energiequellen für uns gibt. Auch gerade im Sommer, ne, barfuß laufen, die Sonne, im Wald sein, das nervt mich so. Gestern war ich beim Singen. Ne, gestern war ja mein erster Fastentag. Ich war beim Singen. Danach habe ich mir noch einen Saft gepresst, den habe ich nur zur Hälfte getrunken, weil ich mir eigentlich brauche ich den gar nicht. Ich war so genährt vom Singen. Ja. Es gibt so verschiedene Quellen, die ernähren können. Es gibt, und das sind nicht wenige, also das sind unglaublich viele Quellen, die uns nähern. Und das habe ich dann eben auch mich dafür geöffnet, mich damit ein bisschen beschäftigt. Und das brauchen, weil ich sich das setzt, ne, dass man diese alten Glaubenssätze, diese verkrusteten Konditionierungen da so ein bisschen aufbrechen kann. Und dann funktioniert das. Also wenn ich zum Beispiel am Tag körperlich und geistig wirklich anspruchsvoll etwas mache, arbeite oder auch sportlich sehr aktiv bin, dann esse ich niemals vorher. Mhm. Niemals. Also ich gehe da immer mit leerem Magen, gehe ich dann da rein. Und mit viel Kraft. Und ich esse dann erst am Abend, wenn ich merke, ich komme eh zur Ruhe. Mhm. Ich will mich dann ausruhen, ich muss nicht mehr so aktiv sein, weder körperlich noch geistig, dann esse ich. Und dann kann mein Körper sich darauf konzentrieren, ich kann ein bisschen runterfahren, ne? Dann kann ich mich auch ein bisschen müde fühlen. Und ich habe das ja mal erlebt, ich habe in einem Bioladen gearbeitet, auch gekocht. Da hatten wir vegan und vegetarisch gekocht. Und die Menschen, die haben erst dieses mittags gegessen, Suppe, Brot. Und danach brauchen sie erst mal einen Kaffee und was Süßes. Ja, klar. Ja, klar. Um sich wieder, ach, also ich brauche jetzt mal was, um mich ein bisschen aufzuputschen. Aufputschen, ganz genau. Ganz genau. Das habe ich ganz oft festgestellt. Und ich habe in der Zeit ja schon Rohkost gemacht und habe dann mittags angefangen, meinen grünen Smoothie, wenn die Menschen ihre Suppen gegessen, habe ich meinen grünen Smoothie getrunken und ich brauchte das nicht, was Süßes oder Kaffee. Genau. So, man braucht es nicht, um sich aufzuputschen. Ne? Viele Menschen trinken Kaffee oder eben Süßes oder Alkohol oder brauchen immer irgendwas, um sich zu erden, um sich abzulenken, um sich zu bedämpfen und zu betäuben. Viele Menschen betäuben sich auch mit Nahrung. Ich merke auch, Nahrung hat auch eine sehr erdende Wirkung. Ja. Ja, deswegen, das setze ich dann auch sehr bewusst ein. Es gibt ja manche Momente, wenn man gerade so in der Großstadt, ich bin nicht mehr so oft in der Großstadt unterwegs, also in der Innenstadt, wo auch viele Menschen unterwegs sind, wo es lauter ist, so viele Eindrücke. Wenn man da viele Eindrücke hat, dann merke ich manchmal, wenn ich dann wieder zurückkomme, dann tut Essen gut. Das erdet mich, das dämpft ein bisschen. Mhm. Ja. Also das merke ich schon. Also, aber dann, dafür setze ich es auch dann ganz gezielt ein. Aber vorher brauche ich das nicht. Wenn ich so in meiner entspannten Umgebung bin und das tue, was ich liebe, ne? Ob das geistig arbeiten ist oder meinen Sport machen, das brauche ich nicht. Das wäre für mich eher hinderlich zu essen. Wahnsinn, ja. Finde ich total interessant, dass du gesagt hast, dass es auch andere Quellen gibt. Ich trinke zum Beispiel ein hochenergetisiertes Wasser. Das heißt, auch da merkt man wieder, da kann Energie in den Körper kommen. Wie du schon gesagt hast, Biophoton. Ja, es gibt so viele verschiedene Energiequellen. Mhm. Auch die Liebe eines anderen Menschen. Mhm. Die Frequenz eines anderen Menschen, alles das kann Energie sein für unseren Körper. Und nicht nur Nahrung. Das ist voll wichtig zu verstehen, dass unser Körper die Energie aus ganz vielen verschiedenen Ebenen und Frequenzen auch erhält. Mhm. Super interessant. Cool. Ja, ich finde es auf jeden Fall war ein sehr, sehr spannendes Video. Auf jeden Fall deine Ansätze sind sowieso meiner Meinung nach revolutionär und spannend. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem Video den einen oder anderen inspiriert haben, das zumindest mal auszuprobieren. Mhm. Und dann würde mich auf jeden Fall vielleicht mal interessieren, wie deine Zuschauer das auch sehen. Mhm. Oder? Also lasst gerne Kommentare unter diesem Video, eure Erfahrungsberichte, auch konstruktive Kritik. Oder wenn ihr das ausprobiert, gesagt, oh, bei mir funktioniert das aus den und den Gründen nicht. Also ich bin ja überhaupt nicht für Gleichmacherei. Ich kann das durchaus akzeptieren, dass Menschen mit unseren Erfahrungen überhaupt nicht in Resonanz gehen. Die vielleicht auch einen anderen Fokus haben, wenn jemand wirklich richtig Kraftsport macht. Auch manchmal Kommentare. Ist natürlich schwierig, dann nur einmal am Tag zu essen und sehr wenig zu essen. Der David zum Beispiel macht es. Ne? Mhm. Er isst wenig am Tag, nur einmal am Tag, macht aber. Stimmt, hat er auch einen Durchtritt. Ja, also super Körper. Ne? Also es ist schon theoretisch möglich, nur was die Silke natürlich sagen möchte, wo ich dir auch vollkommen zustimme,
es ist vielleicht nicht für jeden möglich. Und es ist vielleicht auch noch nicht im Fokus von jedem. Richtig. Manche sagen, Essen hat, ist für mich auch so ein Genussfaktor, das möchte ich nicht nur einmal am Tag genießen. Also das muss man, oder ist auch so, Essen ist ja auch was Soziales. Ne? Ja, total. Wenn man dann oft mit Freunden oder Familie zusammen isst, das, jeder hat da so seine Beweggründe, warum er eben so nicht leben möchte, ne? Warum er das nicht anvisieren möchte. Also klar, das kann ich auch total nachvollziehen, also... Ich freue mich, wenn es so vielfältige Lebenskonzepte gibt eigentlich. Total. Und wenn man sich natürlich mit Essen betäuben muss, weil einfach das eigene Leben vielleicht einen dazu bringt, sich mit Alkohol, mit Zigaretten oder mit Essen zu betäuben, weil man sonst vielleicht sein eigenes Leben gar nicht so aushält, ja, dann ist es ja auch dieser Lebensweg. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut, okay, was kann ich jetzt in meinem Leben verändern? Das wäre der Ansatz, den ich wählen würde. Oder man sagt einfach, nein, ich brauche aber ungesunde Nahrung, weil sonst halte ich mein Leben nicht aus. Und das ist auch okay. Und das ist wirklich voll wichtig zu verstehen. Deswegen danke ich dir nochmal, dass du es jetzt am Ende nochmal angesprochen hast. Es geht nicht darum, Menschen zu überzeugen von unserer Idee, sondern es geht nur um Inspiration, ausschließlich. Egal, wer alles essen will, das ist völlig egal. Es gibt jetzt auch Menschen, die anfangen plötzlich, die vorher vegan, die essen jetzt Leber oder trinken Blut. Das ist jetzt irgendwas Neues, so, dann ist es auch okay. So, wenn das deren Weg ist, so, dann ist es okay. Und jeder soll einfach seine eigenen Erfahrungen machen. Und viele fragen mich, Alex, was soll ich denn jetzt überhaupt noch glauben? Der eine isst Leber, du sagst nicht Leber essen. Und deswegen einfach die innere Resonanz. Gucken, womit gehe ich in Resonanz? Was fühlt sich gut an? Fühlt es sich für dich gut an, Leber zu essen? Oder fühlt es sich vielleicht gut für dich an, eine Pflanze zu essen? Oder fühlt es sich für dich gut an, nur einmal am Tag zu essen? Was ist das Konzept, wo du sagst, oh, da habe ich ein gutes Bauchgefühl? Denn aus meiner Sicht soll jeder einfach für sich gucken, womit gehe ich in Resonanz? Wenn ich jetzt Silkes Kanal angucke, fühlt sich das für mich gut an? Kriege ich da ein gutes Gefühl? Ist das für mich stimmig? Wenn man jetzt meinen Kanal anguckt oder irgendwie... Vielleicht ein Kanal von jemandem, der Fleisch isst, fühlt sich das für mich richtig an. Und dann habe ich schon mal so einen Essen-Indikator. Aber dann ist wichtig, die Sachen selber an sich auszuprobieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nein, einmal am Tag essen ist falsch, Rohkost ist falsch, grundsätzlich, aber nie das irgendwie ausprobiert hat, so, finde ich das ein bisschen schade. Weil vielleicht, wir fühlen uns ja wohl damit. Und dann jemandem das abzusprechen, finde ich einfach schade. Oder gibt es überhaupt die falsche Ernährung? Das kann nur für ein Individuum falsch sich anfühlen, aber niemals objektiv. Ne? Es gibt verschiedene Ernährungsformen und die haben sich auch für verschiedene Menschen, etabliert. Oder genau die, also für die, es gibt verschiedene Menschen, die auch die mit der Paleo-Ernährung gut fahren oder mit, ja, mit tierischen Produkten. Tierischen, ja. Und Rohweg, es gibt so viele verschiedene Ernährungskonzepte und es gibt immer Menschen, auch makrobiotisch zum Beispiel, und es gibt immer Menschen, für die das funktioniert. Ja, deswegen, es gibt verschiedene Konzepte. Ja. Es gibt nicht, wie du schon sagst, es ist nicht das beste Konzept, sondern einfach für jeden das Individuelle und nach, je mehr man ausprobiert, desto mehr kommt man ja auch dahin, was für einen selber das Stimmige ist und Beste ist. Das Wichtige aus meiner Sicht ist, nicht dogmatisch zu werden, dass man sagt so, das ist jetzt ein Konzept, welches ich verfolge, weil die Silke und ich, wir verfolgen ja kein Konzept. Wir sagen ja nicht so die einmal am Tag essen Konzeptregel. Nein, sondern das hat sich so herauskristallisiert, dass sich das einfach am besten für uns anfühlt. Und dass wir jetzt zum Beispiel halt kein Fleisch essen oder so, hat sich halt für uns so rauskristallisiert, dass wir uns damit besser fühlen, kein Fleisch zu essen. Und die Tiere lieber nicht oder lieber in Ruhe zu lassen oder lieber nicht deren Fleisch zu essen so oder man deren Leber zu essen. Weil wenn man das schon wirklich sehr lange macht, man merkt, man braucht es nicht. Also wenn jemand sagt, wir brauchen Fleisch, so wie ich es damals gehört habe, was umgestellt hat, man merkt, das braucht man nicht. Also ich brauche es nicht und es gibt viele andere Menschen, die es auch nicht brauchen. Ja. Fleisch ist nicht lebensnotwendig. Ja, und klar, manche sagen ja, ich fühle mich aber besser mit Fleisch. Weiß ich nicht, kann ich jetzt selber nicht bestätigen, so, aber wenn das für denjenigen so ist, dann finde ich das in Ordnung. Nur wenn man dann halt alle anderen Menschen dann probiert, irgendwie fertig zu machen, weil die halt kein Fleisch essen oder andersrum genauso. Ne? Das finde ich einfach schade, weil ich finde es total wichtig, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Und die Gemeinsamkeiten, das ist doch die Gesundheit der Menschheit. Also gerade bei uns jetzt. Und
Stellt euch doch mal vor, was könnten wir erreichen, wenn wir alle zusammenhalten würden, alle zusammenarbeiten würden, anstatt uns gegenseitig wegen Kleinigkeiten zu bekriegen. Weil das ist doch genau das, was bestimmte Kräfte wollen, dass wir gegenseitig gegeneinander arbeiten, wegen Kleinigkeiten. Mein Gott, das höhere Ziel steht im Vordergrund. Und ob man jetzt die Gesundheit erreicht mit Parasitenkur oder mit einmal am Tag Essen oder mit roh veganer Ernährung oder von mir aus mit Paleo-Ernährung, das ist doch völlig egal. Das Wichtigste ist doch die Gesundheit und deswegen würde ich niemals was anderes schlecht machen. Auch wenn ich sage, für mich ist das nichts. So, dann werde ich trotzdem das nicht schlecht machen. Einfach weil der Wille im Vordergrund steht, die Gesundheit der Menschen zu fördern. Ich würde niemals diesen Willen, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, würde ich niemals in Frage stellen oder denn in irgendeiner Art und Weise kritisieren. Weil der ist trotzdem in meinem Team. Auch wenn er sagt, ja, Fleisch essen ist gut, davon wirst du gesund, der ist trotzdem in meinem Team. Weil er will, dass die Menschen gesund werden. Weil wir alle, die wollen, dass die Menschen gesund werden, müssen meiner Meinung nach zusammenhalten gegen die sagen, die Menschen sollen nicht gesund werden. Das sind doch die wahren Feinde, wenn man so will. Wenn man überhaupt in diesem Feindbild denken will, dann sollte man da mal lieber hingucken. Aber die kommen ja dann gar nicht mehr in unseren Fokus rein, weil wir untereinander Fleischesser gegen Veganer und so weiter. Das ist auch in anderen Bereichen im gesellschaftlichen Leben. Es geht jetzt nicht nur. Es wird gar nicht mehr geschaut, wer verursacht das eigentlich, wer hat was davon, sondern die Menschen bekriegen sich untereinander. Lassen sich spalten. Und da, Silke und ich machen da nicht mit? Nein. Wir machen da nicht mit und ja, ich danke dir sehr, dass ich auf deinem Kanal zu Gast sein durfte zum wiederholten Male. Und jetzt nehmen wir noch ein Video von meinem Kanal schnell auf und da freue ich mich auch sehr drauf. Also wie schon angesprochen, könnt gerne Kommentare zu unseren Erfahrungsberichten unter diesem Video lassen. Freuen wir uns auf alle Fälle über Austausch. Konstruktive Kritik ist auch immer willkommen. Ja, dann wünschen wir euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Bis bald.